Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Cars. Heute mit dem Qualifying im Hockenheimring, ja, in der Supercard-Meisterschaft. Mal gucken, was wir hier reißen können. Im Training hatten wir 1,5 Sekunden Vorsprung. Ich will raus hier, lass mich doch mal raus. Ja, warte ich da schon viel zu lange, bis er mich rauslässt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, und ich bin mal gespannt, ob wir diese 1,5 Sekunden einfach halten können oder ob ich mich wieder einfach Zeit verliere. So, jetzt auf ist nämlich auch schon wieder etwas länger her. So, wir müssen jetzt mal wieder unsere Reibe auf Temperatur kriegen. Das ist ja immer noch das große Thema hier. Was war denn das letzte Thema eigentlich? In dieser Aufnahme, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wie dem auch sei, der Party muss morgen raus. Deswegen muss ich den heute vor der Arbeit einfach schneller aufnehmen. 1,5 Sekunden, wie gesagt, ist nicht viel, die ich hier Vorsprung hatte. Auf einer Strecke, die ich eigentlich jetzt kenne. Ja? So ist es ja nicht. Hockenheim ist mir ja nicht unbekannt. Oh Gott, da hat er mich schon überholt. Habt ihr das gesehen? Immer mal wieder reinkommen, ey. Jetzt war Formel 1 ist raus und jetzt muss man immer wieder reinkommen hier. In der Project Cars. Heute wieder das Qualifying und das kleine Sprintrennen von 10 Runden. Was ja mal dabei ist. Boah, ey, da fahre ich schon zu weit raus. Oh. Ich muss auch freie Fahrt haben, ich darf keinen vor mir haben. Ja. Aber dass der mich da überholt hat, das geht ja gar nicht. Stärke bleibt trotzdem aber noch auf 100, das ist logisch. Und ja, ich rechne mir eigentlich die Pole Position aus, ja. Bei 1,5 Sekunden, die ich da Vorsprung hatte, da rechne ich mir natürlich die Pole Position aus. Reifen sollen mal warm werden. Obwohl ich natürlich jetzt mit dieser 54er Zeit wieder fahren muss, ja. 54,9, um ganz genau zu sein, sind wir im Training gefahren. So, und er sagt manchmal, dass wir dass jemand schon bei der neuen schnellste Runde hingeknallt hat. Und ich versuche das jetzt auch nochmal. So, die Hinterräder sind warm. Das ist immer das Wichtigste für mich. 1,3, ja gut, das können wir natürlich trotzdem vergessen. Die Kurve können wir ja auch wieder vergessen, die war auch wieder nicht gut. Ich muss auf jeden Fall auf den Vordermann aufholen, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich wohl eine neue Bestzeit hingeknallt habe. Sehr schön. Neue Bestzeit für Sektor 1. Ein bisschen zu spät gebremst. Sollte aber noch funktionieren, das war noch ganz knapp drin. Gut, Sektor 2, wo ist Ende Sektor 2? Auch wieder neue Bestzeit hingeknallt. Sehr schön, und jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich wieder drin. Alle vier Reifen sind warm, jetzt können wir attackieren. Das war der Schlusssektor, der war ja jetzt in dem Spiel komischerweise ist, das ist mein Sektor. 55,5, das ist jetzt meine neue Bestzeit. So, wir können attackieren hier, sehr schön. Platz 1 erobert, mal gucken, ob jemand diese 55 fahren kann. In der Regel eigentlich schon. 55,5, um ganz genau zu sein. Kurve war auch besser als davor. Hier hole ich viel Schwung jetzt raus und bin mal kurz eine Sekunde wieder schneller. 1,1, um ganz genau zu sein. Na, hat es glaube ich Zeit gekostet, ein bisschen, aber ich ein bisschen zu weit außen. Ja, das ist aber fies. Ja, die Stelle ist extrem fies, wie ihr gesehen habt. Ja, da soll ich auf der Strecke bleiben. Und den Kopf darf man nicht zu aggressiv mitnehmen, das wissen wir jetzt auch. Auch gut zu wissen. Dass der Körper in Kurve 1 einfach richtig gemein ist. So, 4 Minuten sind um. Und 10 haben wir noch. So sollte man auch nicht fahren. So, Millimeter nah an der Streckenbegrenzung. Weil da passiert nämlich genau das. Gut, Benzin habe ich jetzt auch keins mehr. Ich muss es eher in die Box wieder auftanken lassen. Das Problem hatten wir ja schon öfters.
Ja, der CV Supercard Meister ist natürlich der Sieg. Wobei natürlich auch wahrscheinlich Schrecken bei sein werden. Die ich jetzt noch nicht so gut kann. Nein, X bearbeiten. Schließen, auffüllen und dann bin ich wieder raus. Weil das geht noch schneller. Definitiv. Okay, ganz am Ende sind wir irgendwo. Am Arsch der Welt. So, einmal auffüllen. Viel zu viel Liter drin, aber passt schon. Damit kann ich aber das Qualifying beenden. Ja, gleich kommt wieder irgendwas mit der Kupplung oder sowas. Weil der Kollege fährt da, glaube ich, schon gleich wieder raus, oder? Danke. Wir gehen den Kollegen jetzt gar nicht gesehen. Der ist abgebogen und wir tanken nur auf. Kriegen auch neue Reifen, natürlich, die erstmal auf Temperatur kommen müssen. Ist das nicht schön? Gut, 37 Sekunden Rückstand, das werde ich natürlich in der Runde jetzt nicht aufholen. Ja, die Kurve ist tricky hier. Ja, gerade mit kalten Reifen. Ja, genau, Philipp. Jetzt kommst du nicht um die Kurve hier. Ja, die finde ich extrem tricky hier mit kalten Reifen. Das Anbremsen. Es waren eigentlich so viele noch mit Porsche Cars gewohnt. Ja, das sind wir jetzt gewohnt. Das sage ich jetzt einfach mal so knallhart. Die bin ich wieder gewohnt, die Fehler. Ich sollte hier echt die Curbs meiden. Wenn die Reifen kalt sind, dann müssen wir mir ins Gedächtnis rufen. Curbs meiden. So, Vorderräder sind warm. Aber die Hinterräder sind ja das große Problem. Ich fühle mich hier komplett unwohl mit dem Wagen. Also für mich ist das ein Bug. Ja, also wenn man Boxenstopp gemacht hat, dann ist die ganze Fahrsteuerung für den Arsch. Oh, jetzt sind die Hinterräder auch bitte warm. 2 Zehntel schneller. Auto mehr am Abfangen hier als am Fahren. Boah. Also der Körper hat mich sonst noch nie so ausgehebelt. Kannst du mal gerade wieder fahren? Also das ist doch ein Bug, ey. Wenn du kaum lenkst auf einmal und auf einmal hast du das Gefühl, der lenkt mehr, der größere Einschlag. Das ist vor allem, das passiert mir ja nicht nur einmal, das passiert mir ja öfters in dem Spiel. Dass er dann so extrem wackelt mit dem Ding. Ja, ich habe gesagt, Körper 1 nicht so aggressiv mitnehmen. Und trotzdem mache ich es noch. Dafür habe ich in der Kurve jetzt keine Probleme. Ich habe da mir ungefähr einen Bremspunkt herausgefunden. Neue Bestzeit in Sektor 1. Ey, ich habe kaum gelenkt. Kaum gelenkt. Du meinst, einen richtigen Schwenker nach rechts zu machen. Gut, hier muss man wieder ein bisschen mehr arbeiten. Das morgens um 10 Uhr, das ist einfach eigentlich nicht meins. Aber ich brauche wieder ein Part für morgen. So, Reifen sind alle warm. Aber Auto fühlt sich trotzdem sehr, sehr schwammig an. Das Kart fühlt sich weiterhin schwammig an. So muss man Kurve 1 nehmen. Und nicht anders. Und das ist jetzt nochmal 6 Zehntel schnell. Also in der ersten Kurve kann man viel Zeit verlieren, aber auch viel gewinnen. Aber ich neige dazu, mal Zeit zu verlieren. Auch sehr aggressiv drüber gefahren. Ja, hier auch. Auto wieder quer gestanden. Immer noch Erster. Ich bin noch nicht die Zeit aus dem Training gefahren. 54,9 war das. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, was das für eine Zeit war. War gerade so drin geblieben auf der Strecke. Der wackelt wie bekloppt.
bin nicht unruhig mit dem Lenkrad. Ihr seht das ja. Nochmal schneller, okay. Jetzt zuckt ja auch noch meine Nase, das ist ja meist. Aber 13. immer noch schneller. Ja, jetzt gehen wir theoretisch an die Zeit aus dem Training ran. Voraussetzung, Kirby hebt mich nicht. Aber soll man sich im Sprintrennen nachher echt aufpassen? Ja. Weil die Kirbs, die heben ja einen richtig ab. Man darf hier nicht zu eng nehmen. Aber man muss sie auch mitnehmen, um schnell zu sein. Ja, gar nichts war das in Kurve 1. Wir haben noch knappe 4 Minuten, das sind jetzt noch ungefähr, ja, 4-5 Runden. Sehr weit draußen. Aber es reicht schon, um auf besser Kurs zu kommen. Und das ist der letzte Sektor, das wäre nicht scheiße. Mit dem Captain habe ich das mal komplett vermieden. Zwei Kurven noch. Wobei die letzte auch Vollgas geht. Und damit die 54,9, die ich meinte. Ja, der Körper ist gemein. Da darfst du nicht, also darfst du Kurve 1 nicht zu weit rausfahren, du darfst. Im hinteren Teil darfst du keine Curbs mitnehmen. Also nicht gerade ohne. Das Ganze. Ich hole wieder auf meinen Vordermann auf. Jetzt habe ich wieder natürlich Verkehr in den letzten 2 Minuten. Wunderbar. Also ruhig. Ich glaube nicht, dass es ein langweiliges Rennen wird gleich, obwohl ich auf der 1 bin. Das könnte unterhaltsam werden. Ja, genau, weil ich auch nicht mehr weiß, wie die KI hier tickt. Doch die rammt gerne, die rammt auch gerne. Wie im neuen Formel 1 Spiel, die rammt auch gerne. Oder liegt das am Benzin, dass man das, dass man sich so unwohl fühlt? Kann man allerdings nicht vorstellen. Also, das sind nur 11 Liter, sind zwar 11 Liter drin. Was ja relativ viel ist. Sollte aber trotzdem noch nicht so extrem bei einem Cut spüren, oder? Boah, beim Anbremsen. Da muss ich auch aufpassen. Also gibt es so viele Punkte, also so viele Abflüge im Qualifying wie selten. Von mir auch gerade heute. Eine Minute Qualifying noch. So, wir haben 5 Rennen bei der Supercard-Meisterschaft. Bin mal gespannt, was für Schrecken da noch kommen. Okay, jetzt habe ich den Kopf noch aggressiver mitgenommen und das hat so gemeint, noch weniger Bewegung zu machen. Wieder voll auf der Bremse stehen, dann geht die Kurve auch. Okay, der hat mich gesehen und gibt mir den Platz. Das ist schön. Ja, glaube ich, will hier wenigstens der Verbesserung noch mal hinknallen. Und das wird mir aberkannt. Und mein voller linker Reifen ist heiß geworden. Da jemand was mitgenommen? Oder war ich das? Die Hühnchen stehen noch alle, das wundert mich so ein bisschen. Und sonst habe ich die immer mitgenommen. Und wieder mein vorderer linker Reifen mir zu heiß. Und hier kann ich keinen Reifendruck verstellen. Obwohl doch.
Qualifying zu Ende, letzte Runde, den können wir auch abknicken. So, das war das Qualifying. Also, ja, es ist natürlich die Pole mit 54,9, aber Pole erstmal in den Sieg um ist. Das sind jetzt 10 lange Runden. Gut, ich bin jetzt schon 13 gefahren, so ist es jetzt nicht. Ich glaube, dann bräuchte ich einen viel Gefahrfehler im Qualifying oder irgendwie sowas. Sehr schön. 1,9 Sekunden habe ich sogar mitgenommen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. War ja sogar eindeutig noch. So, hier muss ich natürlich wieder dran denken, hier muss ich den Skat separat machen. Das heißt, ich muss auf der Bremse gehen. Und in den ersten schalten und dann ein bisschen Gas geben. It's the first race of the championship. Try and bring it back in one piece and get some good points. Jo. Wird gemacht. Ja, Skat wieder optimal. Jawohl. Den habe ich nicht verlernt. So, Reifen sind warm. Das heißt, wir können am Anfang pushen. Um uns erstmal einen Vorsprung herauszufahren. Beziehungsweise der eine Interreifen wird schon wieder kalt. Es ist zwar bewölkt, aber immer noch kein Regen. Also im Bushcraft hat ja noch lange Zeit keinen Regen. Und in Formel 1 ist es auch noch kein Regen. Also momentan habe ich mit dem Wetter, was in den Spielen angeht, Glück. Und da sind sie nämlich hinten schon dran. Ja, also von wegen. Ich arbeite mir erstmal einen Vorsprung. Wenn meine Hinterräder kalt sind, fühle ich mich komplett unwohl. Und dann ist die Chance, dass ich abfliege, nämlich größer. Oh ja, und wenn habe ich noch gesagt, ich soll die Cups versuchen zu ignorieren. Ja, mal schauen, ob ich das wirklich weiterhin so mache. That's a very strong first lap. Nice one. Danke, danke, danke für die erste starke Runde, aber ich muss 10 starke Runden hinknallen. Nicht nur eine. Ja. Das ist wichtig. Das müssen 10 Runden sein. Ich muss einfach mehr am Lenkrad arbeiten. Das habe ich auch immer wieder gesagt in den vorigen Parts. Mehr am Lenkrad arbeiten, lautet die Devise. Okay, jetzt habe ich schon mal einen kleinen Vorsprung von 3 Sekunden. Also das ist noch gar nichts. 3 Sekunden. Wir haben in den anderen Meisterschaften ja schon deutlich mehr Sekunden herausgefahren. 54,3. Das war eine optimale Runde, wie ich es in Qualifying gern gehabt hätte, ne? Und nicht im Rennen jetzt, obwohl im Rennen auch, aber im Qualifying doch lieber. Und doch mal ein bisschen schneller. Und wir haben jetzt hier nur noch ca. 5 Liter und jetzt fühlt sich das Auto wieder schön normal an. Keine Probleme. Da muss ich echt aufpassen beim anderen, das kriegt das Auto wohl immer ein bisschen quer. Zumindest habe ich so den Anschein danach. Ach, hier nicht zu weit rauskommen, sind wir über die Runde wieder gestrichen, weil es gibt ja auch noch Punkte für die schnellste Runde. So, mein voller Reifen. Ich habe 3 Sekunden, fahre ich momentan schneller. Muss wieder auf meinen vorderen linken Reifen aufpassen. Der überhitzt sich sehr schnell, weil wir viele schnelle Rechtskurven auch haben. Hier außen zum Beispiel. Eine langgezogene rechts. Das gleich auch rechts und wieder eine langgezogene rechts. Und dann natürlich nur die letzten beiden Kurven. So, jetzt kann ich ein bisschen Tempo rausnehmen, weil 8 Sekunden Vorsprung habe ich. Und bei 8 Sekunden bin ich, glaube ich, mal der Meinung, dass ich mal ein bisschen Tempo rausnehmen kann. Es war nicht viel, aber immerhin ein bisschen Tempo. Aber es ist so viel Tempo, dass die vordere Linke mir nicht überhitzt. You're on another level. Keep building that gap. Keep up the good work. Ich spiele in einer anderen Liga, ja,
momentan spielen noch in einer anderen Liga, ja? Warte mal ab. Wenn ihr die Fahrfläche noch berechnet, wo viele rund sind, ungültig sind. No over mistake, genau. Und daran scheitert es nämlich meistens, dass ich over mistake. Oh, aber wir haben schon 10 Sekunden, da kann man sich schon einen groben Schütze erlauben, aber auch nur einen. Wir sind aber schon bei halb des Rennens. Bis jetzt läuft's. Also am Ende der Runde überhitzt der Reifen. Cracking job. That's strong pace and we're building a nice gap in second. Ein bisschen Konzentration hier bei der Reifen. Die Reifen lassen sogar ein bisschen nach, das merkt man auch. Aber nicht von der Rundenzeit her, sondern von der. Beim Handling merke ich das gerade ein bisschen. Außerdem habe ich auch keine Gesprächsthemen heute, weil ich mir keine rausgepickt habe vor der Arbeit. Weil ich das Ganze wieder vor der Arbeit aufnehme. Was für ein Zufall. So, scharfe Linkskurve. Heute ist aber Freitag, dann endlich Wochenende. Endlich morgen ausschlafen. Obwohl, ne, morgen nicht ausschlafen, morgen was unternehmen. Danach aufnehmen. Morgen brauche ich auch GTR-Folgen, dann brauche ich auch noch weitere Project Cars-Folgen und dann brauche ich auch Formel 1. So. Nicht gerade wenig. Was ich da eigentlich noch produzieren muss. So, die nächste ist ja diese langsame links. Zumal auch der Pur-Modus bei euch saumäßig gut ankam bei Formel 1. Deswegen bin ich überlegen, ob ich den vielleicht noch ein bisschen mehr bringe. Bedeutet natürlich noch mehr Zeit investieren. Und das nicht schon ohnehin zeitfressende Hobby, ne? Aber welches Hobby ist nicht zeitfressend? Das frage ich mich manchmal. Na, ich fahre jetzt konstante Rundenzeiten. So ist es jetzt nicht. Konstant hier fahre ich den Stiefel gerade durch. So, danach kommt noch wieder das Hauptrennen noch. Das sieht ihr dann im nächsten Fall erst. Aber das ist ja dann auch wieder gesplittet. Kurven noch, dann noch 2 Runden. Oh, ich sollte die Curbs meiden. Obwohl, wir haben 17 Sekunden Vorsprung jetzt, also. So eine Sicherheit gerade. Ich bekomme auch manchmal noch Fragen, auch über Facebook, per Nachrichten. Zum Beispiel hat jemand gefragt wegen den Bremspunkten, zum Beispiel, wie ich mit den Bremspunkten. Die Bremspunkte so gut rauskam. Das ist zum einen klar Markierungen, die normalen Schilder. Zum Beispiel 50 oder 55, aber manchmal sind es auch einfach nur Sachen auf der Strecke, Linien auf der Strecke, Schatten auf der Strecke. Bei Schatten haben wir natürlich das Problem, wenn die Sonne nicht da ist, dann ist der Schatten nämlich weg. Ja, da bist du zum Beispiel in Texas so eine Kurve, da orientiere ich mich an den Schatten. Da habe ich mich jedes Mal an den Schatten orientiert. Da war mein Bremspunkt. Aber auch, es kann auch mal die Grenze, zum Beispiel hier, da weiß ich 75 ungefähr und dann bremse ich. Ja. Also zwischen den beiden Schildern bremse ich da. Aber vieles ist auch einfach nach Gefühl. Zum Beispiel, das ist hier auch nicht nach Gefühl. Da gucke ich zum Beispiel rechts, wo die zwei Pionen stehen, da bremse ich. Oder jetzt bei der ersten Kurve, wo ist denn da mein Anhaltspunkt? Da ist der Curb hier links mein Anhaltspunkt. Hier, wenn der Curb beginnt, bremse ich und fahre in die Kurve rein. Hier ist die Boxenausgangslinie. Wenn die gerade wird, bremse ich. Also man sucht sich irgendwie schon seine Wegpunkte. Das müssen nicht immer nur die Schilder sein, ja. Habt ihr jetzt zum Beispiel gesehen, es können auch Randsteine sein. Boxenausgangslinien. Nach der Kurve hier weiß ich, muss ich in die Eisen gehen, um den Bremspunkt zu erwischen. Ja. Aber manche sind auch einfach nur nach Gefühl.
Das kommt auch hinzu. So, das weiß ich jetzt so, das ist aber nur ein kleines Gesprächsthema. Hier, die Pylonen. Wenn ich an den Pylonen da vorbei bin, bremsen. Die brauche ich nicht bremsen, die brauche ich keine Bremsen. Dann lufe ich mit dem Gas ganz kurz und gebe mir wieder raus. So, was sagst du mir? That's exactly what we needed to win this championship. Top job. Danke, danke, danke. 9C, das haben wir natürlich geschafft. Ohne Probleme. 15 dicke Punkte. Weiter zum zweiten Rennen. Und das seht ihr allerdings erst morgen, wenn es wieder ist. Let's play Project Cars.